Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft mit unserem Menschenpaladin. Wir sind immer noch im Gasthof zur Höhle des Löwen. Und ja, haben in der letzten Folge viele, viele Quests angenommen, schon ein bisschen gelevelt, sind schon Level 6, was meines Erachtens viel zu schnell geht. Und ja, wollen wir ein bisschen weiter questen. Ich würde sagen, wir machen heute eine eilige Nachricht. Die muss nämlich nach Stormwind. Und dann wollen wir mal gucken. So, wir fliegen mal mit Bartlett, den Tapferen. Wie geht's? Ihr seht aus, als hättet ihr es eilig. Tja, dann seid ihr hier genau richtig. So, wir geben Ihnen die Notiz von Argus. Auf dann. Ihr müsst diese Notiz nach Stormwind bringen. Das ist kein Problem. Ihr könnt eine meiner Greifen nehmen. Mögen eure Reisen sicher sein. Gegen eine geringe Gebühr könnt ihr einen Greifen nach Stormwind nehmen und so Argus Notiz zu Osric bringen. Einen schnelleren Weg gibt es nicht. Wenn euch das akzeptabel erscheint, sprecht mich wieder an. Sobald ihr bereit seid für den Flug, das kostet eine Kleinigkeit. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Ja. Schönen Tag auch. Tun wir das mal, ne? Schönen guten Tag. So, wir müssen nach Stormwind fliegen. Früher gab es immer pro Gebiet nur einen Greifenmeister. Glaube ich zumindest, dass es genau so war. Heute gibt es Gott sei Dank pro Gebiet mehrere, also dass man nicht mehr so viel diese Laufwege hat. Ah, hier sehen wir gerade eine Kupferader. Hier oben rechts auf der Minimap kann man die sehen. So, und da sind wir auch schon in Stormwind. So, dann laufen wir mal kurz in die Altstadt. Und gucken nach der Quest weiter nach Stormwind. So, Handelsdistrikt. Wir könnten mal eben Folgendes machen. Und zwar habe ich mir ja jetzt die Preise ausblenden lassen bei Auktionator. Ich lasse mir die wieder aber einblenden. Weil dann können wir nämlich mal eben... Ja, das ist alles All the Things, was da angezeigt wird. Können wir mal eben fix das Auktionshaus scannen, sodass wir die aktuellen Preise haben. So, komm mal her. Scannen mal bitte vollständig, danke. Das geht relativ fix. So, 80%. Und fertig. Gut. Ding, ding, ja. So, dann gehen wir mal und geben unsere Quest ab. Die Himmel rufen mich. Das ist die neue Ruferklasse, die mit Dragonflight ins Spiel kam. Beziehungsweise nicht, das ist ein Rufer, sagen wir es mal so. So, hier vorne war eine Quest, habe ich gerade gesehen. Die machen wir gleich auf dem Rückweg mal eben. Beziehungsweise, das ist kein Rufer, das ist ein Draktier. Die Klasse ist der Rufer. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch die Aufgabe machen. Elmos Aufgabe. So, begrenzte Immunität. Da müssen wir hin. So, Osric Strang, Händler für Kettenrüstung. Braucht ihr etwas? Ich führe nur die beste Ausrüstung, geprüft und echt. Die Preise stehen fest. Wenn ihr also falschen wollt, sucht euch einen Goblin, okay. Schönen Tag auch. Ihr seid gereist, ja? Seid ihr an irgendwelchen interessanten Orten gewesen? Ja, noch nicht wirklich. Für die Allianz. Ah, eine Notiz vom Schmied Argus. Es überrascht mich gar nicht, dass er mehr Ausrüstung braucht. Heutzutage gibt es so viele neue Rekruten. Ich danke euch, Army. Hier habt ihr etwas Geld für euren Reisespesen. Man sieht sich. Dunga Trinkfest. Ami, ich habe alles, worum Argus gebeten hat, in die Kiste gepackt. Würdet ihr sie ihm bringen? Wenn ihr bereits mit Bartlett in Goldhain gesprochen habt, dann könnt ihr einen Greifen zurück zu ihm nehmen. Dunga Trinkfest ist unser Greifenmeister drüben im Handelsdistrikt. Sprecht mit Dunga, dann bringt diese Kiste auf dem schnellsten Weg zu Argus. Wir möchten nicht, dass unsere kämpfenden Männer und Frauen in Goldhain ohne Ausrüstung sind. Seid vorsichtig. Gut, das machen wir. Wir werden aber kurz vorher nochmal zum Zwergendistrikt rübergehen und einmal Elmos Aufgabe machen.
Er sieht witzig aus mit seinem lilanen Umhang und seinem komischen Holzhammer auf dem Rücken. Das ist schon ein Moment länger her, wo ich den Menschenpaladin wirklich von Anfang an gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ich glaube, in der letzten Folge habe ich schon mal erwähnt, dass ich so überhaupt nicht gerne so Instanzen, ja, ab und zu mal so raiden, wenn ein neuer Raid raufkommt oder rauskommt, dann renne ich den meistens einmal durch. Aber dann bin ich auch schon wieder fertig. Ich bin mehr so der gerne levelt und in die Geschichte eintaucht. So, dann gehen wir mal zum Zwerg rüber. So, genau, die Berufe hatten wir ja auch schon gelernt, die beiden, beziehungsweise drei. Kochkunst haben wir ja auch schon. So, Elmoor, was haben wir da für eine Quest? Achso, das ist die Ausruferin des Dunkelmond-Jahrmarkts, okay. So, Grimand Elmoor. Schön, euch zu sehen. Ihr seid hier, um mir meine Lieferung zu helfen, um mir meiner Lieferung zu helfen? Sehr gut. Bleib sauber. Die Sturmlanzen sind ein geachteter Zwergenclan und bekannt für ihren feinen und kritischen Geschmack. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Gringer Sturmlanze, ein Gebirgsjäger aus Eisenschmiede, mich beauftragte, ihm eine Waffe zu schmieden. Die Waffe ist fertig, aber Gebirgsjäger Sturmlanze ist weit weg, am fernen Loch Modan. Wenn ihr ohnehin vorhabt, nordwärts zu reisen, könntet ihr ihm dieses Päckchen überbringen? Meine letzte Nachricht von Gebirgsjäger Sturmlanze besagte, dass er im nördlichen Wachturm des Loch Modan stationiert ist. Man sieht sich. Ja, das ist ganz weit. Das ist hier oben, ist das. Das sind schon ein paar Meter entfernt. Wie weit haben wir es? 4489 Meter. Ja, das sind schon ein paar Meter. So. Wir gehen mal kurz zurück in den Handelsdistrikt, weil da war noch eine Quest. Die Quest lassen wir jetzt mal außen vor. Ausspielen. Auktionator brauchst du nicht ausspielen. Das kann aus. Lehrer kann auch erstmal aus. Barbier aus, Bankier aus, Transmogrifizierer aus. So. Ding, ding. Ah, siehst du, genau. Ich habe noch das Classic Questlog installiert gestern. Also finde ich persönlich um einiges besser als das Neuere. Also ich mag das Altere gerne. So, dann wollen wir mal eben gucken. Ne, da wollen wir nicht hin. Die gute Stadtwache. Braucht ihr Hilfe? Genau, wenn ihr die anspricht, die Stadtwache, dann könnt ihr nach allen möglichen Dingen fragen. Wo ist der nächste Verkäufer, wo ist der nächste Briefkasten, die nächsten Sehenswürdigkeiten, andere Kontinente, wie man da hinkommt, etc. pp. Seid vorsichtig. Man kann aber auch, wenn man die ins Target nimmt, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn man salutieren macht, dann salutieren die zurück. Ah, genau. Das Licht segne euch. Das war jetzt der Purpur-Effekt. Ehre dem König. So, jetzt nochmal. Wahrscheinlich, weil ich gerade das Fenster offen hatte. Salutieren. Siehst du, jetzt salutiert sie zurück. Ja, ist ein kleines nettes Gimmick. So, hier sind, wie man sieht, ein paar mehr Quests. So, zu der wollen wir nicht hin, zu der mystischen Magierin des Dunkelmond-Jahrmarkts, sondern zu Renato Galina. So. Hallo. Weinladenwerbung. Wenn ihr euch mit irgendwem über Weine unterhaltet, werdet ihr erfahren, dass wir Galinas die besten Weine in ganz Stormwind verkaufen. Wir sind auch nicht weit weg, immer noch innerhalb des Handelsdistrikts entlang der herrlichen Kanäle der Stadt. Hier, nehmt dieses Flugblatt, bringt es meiner Schwester Susetta in unserem Laden und ihr erhaltet eine Gratisflasche unseres berühmten Dallara Noir. Ihr werdet es nicht bereuen. Mögen eure Reisen sicher sein. So, das machen wir sofort. Wir gehen aber jetzt nochmal kurz hier vorne rein, nämlich zu Löwenherz Rüstkammer. Und hier haben wir noch eine Quest, nämlich von Harlan Buckley. Hallo! Nämlich Harlan braucht Nachschub.
Wir hatten hier in letzter Zeit viel Betrieb. Es scheint so, als wollte wirklich jeder Rüstung und robuste Kleidung kaufen. Als würden alle eine kalte, harte Jahreszeit erwarten. Aber das sind alles Zukunftssorgen. Meine heutige Sorge ist eher, dass mir die gestrickten Kleidungsstücke ausgehen. Ich brauche eine weitere Fuhre von unserem Lieferanten. Wenn ihr diesen Auftrag zu Rema Schneider in die Schneiderei und Anpasserei am Kanal bringen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Auf dann! Aber ja, natürlich machen wir das. So, und hier haben wir noch, was ist das hier? Achso, noch eine, die durch die Gegend läuft. Okay, also eine Magierin des Dunkelmond-Jahrmarkts. So, hier vorne haben wir Harlambucht-Nachschub. Hier ist die Schneiderei. Oh, mieses Wetter gerade, Stormwind. So, Rema Schneider, was haben wir denn Schönes? Hallo. Ihr bringt Nachricht von Herrn Buckley. Ja, Stoffanforderungen, dieser Gegenstand kann gelesen werden. Mögen die Reisen sicher sein. Andy Schneiders, guten Tag. Ich hoffe, die Geschäfte im Kanaldistrikt laufen gut. Wir hier am Händlerplatz können uns über mangelnde Arbeit jeweils nicht beklagen. Wir brauchen dringend neue Strickstoffwaren, denn unser Vorrat geht zur Neige. Bitte schick uns schnellstmöglich die übliche Ladung. Gutes Gelingen. Ich hoffe, die Studien eures Sohnes Thurman schreiten rasch voran. Harlan Buckley. Hallo. Ihr bringt Nachricht von Herrn Buckley? Ja, tun wir. Schönen Tag auch. Hier steht, dass Harlans Geschäfte florieren. Das sind gute Neuigkeiten, aber ich frage mich, wozu die Leute all diese Rüstung brauchen. Ich habe nichts von einem Krieg gehört. Gibt es da etwas, was uns die Adligen nicht erzählen? Nun gut, danke, dass ihr die Anfrage überbracht habt. Hier ist eure Bezahlung und ich werde dafür sorgen, dass Harlan seine Lieferung erhält. Man sieht sich. So, Rema Schneider. Wie geht's? Eine Lieferung für Thurman. Oder Thurman? Nein, Thurman ist wahrscheinlich richtig. Mein Sohn Thurman ist Lehrling beim Konfektionsgeschäft Larsen im Magierviertel. Er hatte es heute etwas eilig und vergaß seine Schere und Nadeln. Ich weiß, ein großer Paladin wie ihr hat bestimmt wichtigere Aufgaben zu erledigen, aber ohne sein Handwerkszeug kann er seine Lehrarbeit nicht erledigen. Bitte, Army, könnt ihr meinen Sohn sein Nähkästchen vorbeibringen? Das Konfektionsgeschäft Larsen ist einer von zwei Kleiderläden im Magierviertel. Es ist das, das etwas weiter drin liegt, ganz in der Nähe des Magierturms. Gut, dann flitzen wir nochmal dahin. Mit dem Shopper des mit Chauffeur werden wir natürlich um einige schneller vorankommen, aber wie gesagt, wir kriegen in 4 Leveln kriegen wir schon unser erstes Pferd. Von daher können wir ein bisschen durch die Gegend laufen und uns des Sturmwinds bewundern. Weingut Galina. So, da ist die Schwester vom großen, von dem Guten hier, Susetta. So. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt und fühlt euch willkommen, edler Herr. Habt ihr schon einmal einen unserer ausgezeichneten Weine versucht? Siehe den Ehrenfreund. Ihr wart also bei Renato. Na dann hier, bitte, werter Herr. Eine Flasche unseres außergewöhnlichen Dallara Noir. Ihr werdet nirgendwo in Azeroth etwas Vergleichbares finden. Lebt wohl. Gut, dann hätten wir die Quest nämlich auch erledigt. Jetzt können wir nämlich die Buddel. Das ist eine Lieferung, das ist auch eine Questgegenstand und das ist auch ein Questgegenstand. Die Flasche Dallara Noir können wir trinken. Und unser alter Ego steht hier unten links im Chat. Fühlt ihr euch etwas beschwitzt? Also wir können uns quasi betrinken. Und der Gute, wenn ich jetzt die Maus loslasse, dann werdet ihr das vielleicht sehen, dass der schon leicht schwankend nach links läuft. Ohne dass ich die Maus bewege oder die Kamera. So, hier sind wir im Magierviertel. Ich nu dal dieb. Richtig. So, und hier müssen wir eine Lieferung für Thurman abgeben. Konfektionsgeschäft Larsen. Hallo an alle. Er ist schon Lehrling? Ja, ein bisschen klein, ne? Thurman Schneider. Seid ihr hier, um Kleidung zu kaufen? Oh, verflucht. Ich dachte, wenn ich mein Nähzeug vergesse, muss ich heute nicht arbeiten. Ich schätze, jetzt muss ich den Larsens beim Nähen helfen. Ja, dafür bist du ja hier, mein Freund. Naja, ich denke, das Vergnügen muss wohl etwas warten. Oh. Wir haben schon 30. Ah, das hier ist übrigens das Reisetagebuch. Das gibt es seit drei Monaten. Das geht immer einen Monat. Und wenn ihr bestimmte Aufgaben erledigt, wie zum Beispiel gerade eben 30 Quests oder Kinderwoche, abschließt, dann erhaltet ihr den Fortschritt. Und bei 1000 Belohnungen der, wie heißen sie, Handelsdivisen heißen sie, genau. Wenn ihr 1000 Handelsdivisen erreicht, dann kriegt ihr halt das Mount.
und könnt noch mit diesen Handelsdevisen im Handelsposten Transmog eintauschen. Oder Haustiere oder was auch immer. Und die sieht ganz nett aus, ne? Mal was anderes. So, und ihr habt immer einen Monat Zeit, um das zu erledigen. So, hier oben ist der Handelsposten. So, dann haben wir die Quest auch erledigt. Und dann können wir zurück nach Goldhain. Denn da erwartet uns eine Menge Arbeit. Wir haben hier unten in der Tiefenschachtmine 3 Quests. Das ist genug zu tun. So, Dungar Trinkfest. Ist auch ein netter Name. 42. Wir können ja mal gucken, ob ich für 42 Silber... Ich meine, das ist Schwachsinn, aber dann habt ihr es auch mal gesehen. Ob ich für 42 Silber im Auktionshaus irgendeine Tasche bekomme. So, wir suchen Behälter und wir suchen normale Taschen, bitte. Nee, kriegst nicht mal. Günstigste kostet 50. Ja. Ja. Das kann ich zwar verkaufen, aber das bringt uns nicht wirklich was. So. Dungar Trinkfest. So, was haben wir heute? Heute ist Freitag, der 12. Mai. Heute endet das Frühlingsballonfest, okay? Blauer Himmel, Windstille, bestes Wetter für eine Ballonfahrt. Besteigt einen Heißluftballon, genießt die Aussicht. Ah, okay. Ja gut, das ist nicht schlimm. So, die Kinderwoche ist auch vorbei. Gut, Dungar, dann fliegen wir mal zurück nach Goldhain. Ziehe den Ehrenfreund. Ist das Schweiß auf eurer Stirn, der Herr? Ihr habt euch beim Laufen zu sehr verausgabt. Nächstes Mal nehmt einfach einen Greifen. Ja, aber ich kann doch keinen Greifen durch Sturm mitnehmen. Für die Allianz. Eine Kiste für Goldhain? Seid ihr schon mal in Goldhain gewesen? Falls ja, ist das kein Problem. Ich habe viele Greifen ausgebildet, damit sie diese Route fliegen können. Seid vorsichtig. Der Name des Greifenmeisters in Goldhain ist Butlet. Wenn ihr bereits mit ihm gesprochen habt, könnt ihr auf einen meiner Greifen zu ihm fliegen. Vergesst nicht, Greifen sind so ausgebildet, dass sie jederzeit in ihre Hauptstadt fliegen können, bringen euch aber nur zu anderen Greifenmeistern, wenn ihr sie schon einmal besucht habt. Ihr habt euch schon einmal mit Bartlett unterhalten, daher sprecht mich einfach erneut an, wenn ihr auf einen Greifen nach Goldhain fliegen wollt. Sobald ihr da seid, könnt ihr Osreks Kiste zum Schmied Argos bringen. Das Licht segne euch. Ja, yep, und zwar wollen wir einmal fliegen nach Goldhain. Für die Allianz. Ja, genau, für die Allianz. Dafür mal eben Optionen. Okay, hier gibt es keine Option. Classic Questlog. Nein. Mach das mal kurz auf, bitte. Kann man das Minimap-Symbol heiden eigentlich? Nee, kann man nicht. Ich frage mich, wo denn dieses hier Add-ons hinkommt. Das ist doch neu. Das gab es doch gar nicht. Naja, egal. So. Wo ist der gute Ost? Nee. Osric? Nein, Argos. Argos, Schmiedekunstlehrer. Was kann ich für euch tun? Es tut mir leid, ich bin gerade mit Hufeisen für Werner Gutmark in Seenheim beschäftigt. Naja gut, aber ich habe Kisten für euch. Auf dann. Ihr seid zurück aus Stormwind. Hat Osric die Rüstung geschickt? Seid vorsichtig. Wunderbar, ihr habt die Rüstung gebracht. Wir werden sie sofort unter denen verteilen, die sie brauchen. Vielen Dank, Armi. Ihr wart uns wirklich eine große Hilfe. Und jetzt, da ihr euch ein wenig mit den Greifen vertraut gemacht habt, hoffe ich, dass ihr öfters kommt und Goldhain unterstützt. Schönen Tag auch. So, und wieder ein Level Up. Was haben wir hier? Wort der Herrlichkeit. Oh, da ist ein Fehler am Tooltip. Ja, da fehlt ein Leerzeichen. Ist auch eine Heilung, die heilige Kraft verbraucht. Also wenn die normale Heilung nicht mehr ausreicht, dann kann man mit 3 heilige Kraft hier benutzen, die Wort der Herrlichkeit benutzen, um ein wenig zu heilen. So, die ganzen Leute gehen alle zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Begrüße, was hast du denn zu sagen? Hi, wie geht's? Hallo und willkommen auf dem Aufbauplatz des Dunkelmond-Jahrmarkts. Durch dieses Portal gelangt ihr zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Solltet ihr zuvor noch Fragen haben, werde ich sie gern beantworten. Nein, heute nicht. Ist vielleicht auch irgendwann mal Thema, dass wir innerhalb des Let's Plays dahin gehen, aber im Moment will ich einfach nur so ein wenig vorankommen. So, wir gehen jetzt unten zur Tiefenschachtmine. Ja, genau, ich reite auch bald. Und gucken nach der Quest Goldstaub, große Kerze,
beziehungsweise Kobaltkerzen und das Ausspähen. So, in der, wenn die so ausgegraut sind, die Adern, dann ist es unterirdisch. Also meistens dann, also in der Mine drinne. So. Also hier gibt es sogar einen Rahmob, also einen seltenen Gegner. Nag, der Zuchtmeister, heißt er, glaube ich. Ja. So, und da sind schon die ersten Kobold-Tunnel oder die ersten Kobolde. Komm her. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche deine Kerze. Ich weiß, wir nicht nehmen Kerze, aber ich brauche deine Kerze. So, beziehungsweise Goldstaub. Diese Fähigkeit können wir eigentlich erstmal wegpacken. Weil. Oh, da ist der Rahmob. Ist natürlich gerade. Das hier ist auch ein Add-on, was dann anschließt, wenn der Rahmob da ist. Leider nur Stoff. Ausrüstung, aber ist nicht schlimm. So, wir gehen jetzt in die Mine und spähen die mal ein bisschen aus. So, wir können auch gerne mehrere Mobs pullen. Weil die jetzt nicht wirklich gefährlich sind. So, komm mit. Zur Not können wir uns ja ein bisschen heilen. Ich brauche ein Ziel. So, schon ein paar Kerzen. So, wir flitzen hier gleich mal rechts runter, weil ich gerne schon zum ersten Vorkommen laufen würde. Gar nicht wahr. Das ist eine Sackgasse. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. So, da haben wir auch schon die ersten Stoffe. Gut, dann laufen wir mal kurz hier lang. Da ist eine Kupferader. Ich muss näher ran. Am Ende des Tages ist es bares Geld. Okay, jetzt haben wir 4 Gegner. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber wir können es ja Gott sei Dank heilen. Und hier rennt noch jemand rum, der uns hilft. So. Eine robuste Donnerbüchse. Ich wollte eigentlich... Wo sind die Vorkommen? Ich will zu den Vorkommen. Es wird doch hier lang laufen. Gut, wir müssen eh weiter reinlaufen aufgrund des Spähens, was wir machen sollen. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. So, die einen Quests haben wir ja schon fertig. Vorne ist das Kupfervorkommen, das würde ich gerne abbauen. So, haben wir die beiden Quests schon fertig? So, nimm mal mit, bitte. Hey, das erste Kupfer. Was ist das wert? Allein die drei Dinger sind schon 7 Gold wert. Ich sage ja, du hast, also zu Gold kommst du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ schnell. So, da war Sackgasse. Dann müssen wir jetzt wirklich hier rechts schon respawnen. Wie schnell respawnt ihr denn? So, ich werde jetzt hier runterlaufen. So, hier sind wir nämlich wieder am Eingang. Und werde jetzt mal unten reinlaufen, in den unteren Eingang. Hier vorne ist nämlich noch ein Vorkommen und da können wir nämlich von hier aus die Mine besser ausspähen. Beziehungsweise, was heißt besser ausspähen? Wir brauchen halt nur irgendwie zur Hälfte reinlaufen, dann können wir... Und raue Steine. Raue Steine ist auch so eine Ressource, die halt nebenher kommt. Das Symbol hier, dieser Stern, das kommt vom Add-on Kanamogget. Das sagt mir nur, dass ich... Der Paladin kann keine Schusswaffen lernen, aber eine andere Klasse könnte das. Und ich habe sie noch nicht gelernt. Das heißt, wenn man jetzt einen Twink hat, der zum Beispiel Jäger ist, oder halt ein anderer, der Schusswaffe tragen könnte, kann diese Vorlage lernen und dann hast du die gelernt. So, hier müsste eigentlich noch ein Vorkommen drin sein, genau. Nochmal ein paar Steine.
So, und hier vorne müssten wir eigentlich schon das Ausspielen jetzt gleich fertig haben. Ach, wir haben es sogar schon fertig, sehe ich gerade. Ah, epic, fail. Lol. Habe ich gar nicht mitgekriegt. So, Sturmlanzenslieferung, die können wir eigentlich ausblenden, weil bis wir da oben sind, kannst du mal aufhören, mich, könnt ihr mal aufhören, mich zu hauen, sag mal. Sieht aber mal wieder. Ach Gott, ich kenn das. Das artet ja an Arbeit aus. Könnten wir eigentlich bei der Goldstaubkerze? Nein, ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein wenig Beschreibung, aber dem ist nicht so. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So. Die Stoffe können wir nachher auch verkaufen. Aber die bringen natürlich nicht so viel. So, dann werden wir uns jetzt schon wieder. Komm, wir heilen mal ein bisschen. Zack. Zurückbegeben, mal eben die Quest abgeben. Der Tooltip, aus den Kupfer erst machen wir Kupferbaren und aus den Kupferbaren können wir halt Sachen herstellen, die da stehen, zum Beispiel der Kupferstreitkolben, also im Tooltip. Das kommt vom Add-on All the Things und das wird uns angezeigt, weil uns die Vorlage noch fehlt. Beziehungsweise den Transmog haben wir nicht gesammelt. Weil es gibt hier Vorlagen, wenn du ein Item sammelst, dann kommt das quasi, wie soll ich sagen, quasi in deinen Kleiderschrank und du kannst jeden Ausrüstungsgegenstand, den du mal gesammelt hast, kannst du dann halt beim Transmogrifizierer transmorgen. Das heißt, du kannst dann das Aussehen deiner Ausrüstung ändern. Was anders ist das nicht. Na, zum Beispiel können wir so eine schicke, nerdige Brille tragen. Na, aber ob das sein muss, ob das zu Paladin passt. Was eventuell passen würde, das sind Kopf, nein, nicht Umhänge. Und zwar gibt es diese Landstreichers oder wie heißen die Dinge? Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall kannst du dann so eine Kopfbedeckung tragen in Kombination mit zum Beispiel so einem Mantel. Dann sieht das so aus. Ne? Quasi passend. Weil jetzt die Mütze eher an Zelda erinnert. wenn sie noch grün wäre, an Link. So, dann geben wir jetzt mal die ganzen Quests ab, die wir gemacht haben. Weißt du, die ganzen, die drei. Und ich vermute, dass wir dann einen schweren Level abkriegen. So, mein Lieber, wir haben das, den Goldstaub. Psst, habt ihr den Goldstaub für mich? Für mich? Schönen Tag auch. Danke für den Goldstaub, Ami. Hier habt ihr euer Geld und hier habt ihr noch eine kleine Zugabe von Freunden von mir. Das könnte euch vielleicht auch noch nützlich werden. Wieso sprichst du eigentlich immer doppelt? Das verwirrt ganz beim Lesen. So, zeig mal her, wie sieht die Rüstung aus? Ja, die gleiche, nur andere Farbe. Gut, Marshall Dugan, ich habe die Mine ausgespielt. Das Licht sei mit euch. Ach, es ist schon schwierig. Ja, das haben wir schon gelesen. So, die Tiefenschachtmine. Das sind allerdings schlechte Nachrichten. Was kommt als nächstes? Drachen? Wir werden wohl unsere Patrouillen rund um die Mine verstärken müssen. Habt Dank für eure Bemühungen, Army. Und wartet einen Moment. Ich habe vielleicht noch eine andere Aufgabe für euch. Das Licht segne euch. Die Japsis-Mine. Dank euch wissen wir jetzt, dass Kobolde sich in der Tiefenschachtmine eingenistet haben. Jetzt brauchen wir noch einen Späher, der die weiter entfernte Japsis-Mine untersucht. Erforscht die Japsis-Mine und bestätigt mir, ob sich dort tatsächlich Kobolde aufhalten. Die Mine erreicht ihr, indem ihr die Straße nach Osten folgt, bis ihr zum Turm vom Azora kommt. Wenn ihr euch am Turm nach Norden wendet, dann findet ihr die Mine im Vorgebirge. Ziehe den Ehrenfreund. Das Licht segne euch. Machen wir. Was war das andere? Seid gegrüßt. Genau, mit dem Streitross. Für die Allianz. Können wir. Genau, zur Wache Thomas, der ist hier unten. Reiten. So, Stallmeisterin, das ist für Jäger unter anderem. Die können hier ihre Pets lagern oder halt die Haustiere wiederbeleben für Haustierkämpfe und. So, William Pestel, steck mal deine Waffe weg. Was kann ich für euch tun? Habt ihr schon die Kerzen gesammelt? Schönen Tag auch. Ihr habt wohl eifrig Kobolde gejagt,
Danke für die Kerzenarmee. Hier habt ihr was. Hier habt ihr eure Belohnung. Mögen eure Reisen. Danke. Und das nächste Level ab. Ein Besuch bei Mabel. Ihr scheint mir vom hilfsbereiten Schlag zu sein, Ami. Würdet ihr einen alten Mann einen Gefallen tun? Das letzte Mal, als ich drüben in den Weinbergen der McClures war, habe ich Mabel in ihrer Hütte weinen hören. Wärt ihr vielleicht so nett und würdet nach ihr sehen? Ich mache mir Sorgen um sie. Sprecht mit Mabel McClure in den Weinbergen der McClures in den Wäldern von Elven. Auf dann. Machen wir. So, aber meine Lieben, nicht mehr in diese Folge, sondern... Ach übrigens, wenn ihr euch im Gasthaus ausruht, dann kriegt ihr einen quasi Erholt-Bonus. Und durch das Erholtsein, das seht ihr, wenn eure Leiste, muss ich lügen, ich glaube blau ist und dann wird sie lila. Irgendwie sowas. Erhaltet ihr durch das Töten von Monstern die doppelte Erfahrung. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben ein paar Quests gemacht, waren einmal in Stormwind. Und ja, seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Habt einen schönen Tag, beziehungsweise lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich über beides riesig freuen. Habt eine schöne Zeit, macht's gut, bis dahin.